Stück spielt in Kiew in einem super Hotel und heißt Die Kiewer Runde. Ich saß an der Hotelbar, einem Trinker gegenüber. Der sagte, wer so lügt wie ich, muss saufen drauf, mein Lieber. Zerlegte Leichenteile, Trümmerhaufen zum Durchwaten. Ich verschweig es alles. Es sind die Folgetaten von irrer Macht, die galoppiert gleich hier in den Kulissen. Kalkül, Verrat und Doppelspiel. Du willst es gar nicht wissen. Ich fragte ihn nach seinem Job. Er sagte Journalist. Meine Antwort ganz naiv war die, na dann erzähl doch, wie es ist. Da lachte er und trank auf mich und rief mit roten Ohren. Den Tag, an dem ich schreib, was läuft, hab ich den Job verloren. Denn ich bediene Massen und die brauchen einen massentauglichen Bericht. Breite Massen kriegen eine Ansage, mehr kriegen sie nicht. Ein irres Feindbild macht sich gut. Worte wie die Würfel sind gefallen. Nach Wahrheit suchen bringt nur böses Blut. Abgesehen davon, dass die Auftraggeber nicht dafür bezahlen. Neben uns an der Bar stand länger schon ein arroganter Hänger. Ein Typ, der Frauen erst ein Ohr abkommt und wickelt sie dann um den kleinen Finger. Ich bin, sprach der, in diesem Nest vielleicht der produktivste Schieber, kam her als Menschenrechtsspezialist und vermittle jetzt Waffendeals, mein Lieber. Ich bin, so fuhr er fort, in unserer gemeinsamen Heimat auch ein gewählter Volksvertreter. So viel ich weiß, war es für die Grünen als Karrierebrett für später. Hier jedenfalls fördere ich jetzt im Namen der EU den Demokratieprozess. Für Freiheit, Freihandel, eine freie Armee gegen all den russischen Aggress. Sehen Sie da drüben die drei Typen in den Lederjacken? Mit den Hakenkreuzbänden, das ist meine persönliche Security. Und ehe Sie das vielleicht unpassend finden, sage ich, wir regieren hier Massen und die brauchen eine massentaugliche Politik. Die weiten, breiten Massen denken leider immer nur an ihr primitives, privates Glück. Ein irres Feindbild tut da gut. Alte Slogans, wie dies Ehrenvollestes fürs Vaterland zu fallen. Nur niemals leise sein, dass nur die Angst nie ruht. Abgesehen davon, dass die Auftraggeber nicht dafür bezahlen. Ich fragte Auftraggeber, sind Sie denn nicht vom Volk gewählt? Gott, wie naiv, stöhnt er ganz tief im Barraum sitzend, ein kleiner, dicker Mann gequält und winkte mich an seinen Tisch. Er lachte NATO-Knechte und nichts sonst davon, die beiden. Die wollen die Schürfrechte an diesem Land und werden furchtbar dafür leiden, denn wir vereinte Slaven, wir wehren uns mit Blut gegen die schwulen Amibanden. Ein Putin-Troll, ein Geist, eigentlich hier gar nicht vorhanden, trotzdem ganz präsent, Geheimsoldat, wie Sie ja sehen, hab mich hierher verlaufen, bin jetzt ein Zivilist in einer Uniform, die Sie erst sehen, wenn ich Sie festsetze und Ihnen ernsthaft männlich ist, denn wir zaubern Massen von Moskau her, wir haben den dazu passenden Traum. Weiten, breiten Massen wollen immer gut beschäftigt sein, sonst beherrscht man sie ja kaum. Ein irres Feindbild tut er gut, zum Beispiel der perverse Westen. Nur niemand.
niemals milde sein, dass nur die Furcht nie ruht. Abgesehen davon ein großes, klares Wir, das zahlt sich aus am besten. Dann war es länger still. Ich trank etwas, ließ einen fahren, da stank etwas. Dann sah ich wieder hoch. Die drei Männer standen plötzlich seltsam einig vor mir. Sie sagten, leiden können wir uns zwar rein, doch jetzt sprechen wir im Chor zu dir. Denn so, mein Freund, wie du uns zeigst, ist jede Würde uns geraubt. Merkst du das gar nicht, du machst uns zu Klischee. Und ich sag, ey, was habt denn ihr geglaubt? Ich sing für Massen. Und dazu brauche ich ein massentaugliches Lied. Die weiten, breiten Massen hören sowieso nicht gern von diesem sinnlos grausamen, herbeigepöbelten Krieg. Ein irres Feindbild habe ich nicht. Dann soll das Lied erstmal mir selbst gefallen. Wenn ihr alle drei schlecht drin wegkommt, dann ist das genauso gemein. Wenn ihr es anders wollt, dann muss einer von euch mich schon ziemlich gut dafür bezahlen.